Liebe Geschwister im Glauben, zu Beginn vielleicht eine komische Frage. Aber lesen Sie auch wie ich gelegentlich in Zeitungen Heiratsanzeigen oder Partnervermittlungsgesuche? Wahrscheinlich 90% der Frauen. Nein. Ich frage das nicht, weil ich selber irgendwie auf der Suche wäre oder wir, sondern aus reinem Interesse. Es ist wirklich interessant, sich das mal so durchzulesen, was da oft steht, wenn man da viel lesen, aber auch herauslesen kann. Wenn man sich die meisten Hochzeits- oder Partnervermittlungsanzeigen so durchliest, dann fällt auf, da gibt es immer nur eigentlich total ideale Menschen. Egal in welchem Alter. Sie rauchen nicht, trinken nicht, sind häuslich, sind sportlich natürlich aktiv, naturverbunden, klimafreundlich heutzutage und selbstverständlich gut aussehend, schlank und vielfältig interessiert. Übrigens, bei Todesanzeigen von Verstorbenen ist es sogar ähnlich. Sie waren fast durchweg alle herzensgut, treu, liebevoll und fürsorgend. Und wer sich um eine Arbeitsstelle bewirbt, der ist ebenfalls laut seinem Bewerbungsschreiben ein absoluter Top-Kandidat, höchst geeignet, qualifiziert und motiviert für die Stelle, auf die man sich bewirbt. Und auch bei Jubiläen oder Verabschiedungen von Mitarbeitern oder von anderen Menschen reibt man sich gelegentlich die Augen oder die Ohren, weil man bis dato wohl noch nicht so recht erkannt hat, mit welchen Exzellenzen man im Leben so umgeben war. Und warum das alles? Ich glaube, man muss sich in unserer Welt schon echt gut verkaufen und darstellen können, um irgendwie weiterzukommen, um an seine Ziele zu gelangen, um mitzuspielen und mitbestehen zu können. Sie und ich, wir können ein noch so guter Mensch sein, aber wenn wir uns nicht gut präsentieren können, werden wir einfach nicht von anderen wahrgenommen. Und da stellt sich mir heute am Weltmissionssonntag direkt die Frage, welches Christentum repräsentieren, bezeugen wir Christen eigentlich den Menschen um uns herum durch unser Leben? Das heutige Evangelium präsentiert uns dazu passend eine Begegnung von zwei Männern, die im Jerusalemer Tempel kommen, um dort zu beten. Genauso wie auch wir heute Morgen jetzt hier in der Kirche sind, um zu beten und um Gottesdienst zu feiern. Der eine von den beiden ist ein Pharisäer und der kann sich im wahrsten Sinne des Wortes gut darstellen und sehen lassen. Die Pharisäer, wie wir wissen, damals die hoch angesehenen Leute in Israel, das waren die, die es mit dem Glauben ganz besonders ernst meinten, die mehr taten, als man normalerweise tun musste im Glauben. Auf die Pharisäer, auf die schaute jeder, der religiös irgendwie tickte, mit Hochachtung hinauf. Und dann ist da in der Geschichte noch dieser andere, der Zöllner. Ein Zöllner war genau das Gegenteil von einem angesehenen Menschen, einem Pharisäer. Der Zöllner gehörte damals, man könnte sagen, zum Abschaum in der jüdischen Gesellschaft. Auf den hat jeder mit dem Finger gezeigt, denn die Zöllner waren ja die Menschen, die mit den Römern, mit der Besatzungsmacht gemeinsam Sache gemacht haben. Ungefähr so, wie wir vielleicht heute auf die zeigen, die noch vor 30 Jahren in der damaligen DDR bei der Stasi gearbeitet haben. Die Zöllner, das waren diejenigen, die die Leute nach Strich und Faden ausgebeutet haben, die kooperiert haben mit der Besatzungsmacht, die notfalls mit Militärgewalt, Zölle, Steuern von den Leuten eingetrieben haben. Und diese beiden, der Pharisäer und der Zöllner, man könnte auch anders sagen, der Heilige und der Sünder, die kommen beide zum Tempel, um dort zu beten. Und es ist interessant, sich dieses Gebet anzuschauen. Der Pharisäer stellt sich vorne hin und spricht ein Dankgebet. Normalerweise heißt Beten mit Gott sprechen oder seine Ohren aufzumachen, sein Herz und auf Gott hören. Aber hier bei dem Pharisäer heißt es sehr bezeichnend, er betete bei sich. Der ist beim Tempel, aber er ist nicht vor Gott, sondern der ist bei sich. Letztlich gesehen, wenn man sich dieses Gebet einmal anschaut, dann merkt man, der betet nicht, sondern dieser Pharisäer führt ein Selbstgespräch. Da dreht sich alles um das eigene Ich. Ich lese Ihnen dieses Gebet noch einmal vor. Dieser Pharisäer betet, Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin. Ich
bin nicht wie die Räuber, wie die Betrüger, wie die Ehebrecher. Ich bin nicht wie diese Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche. Ich, alles nur ich. Als würde ich beten, Gott segne uns alle vier. Ich, meiner, mich und mir. Schwestern und Brüder, im Grunde ist es traurig, weil der ein frommer Mensch, der nur sich selber sieht, nach dem Motto Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Frommste im ganzen Land? Und wer von uns kennt das nicht? Nicht, dass man sich für besonders fromm hält. Ich glaube, das würde keiner so von sich sagen. Aber dass man sich ständig besser macht, als man in Wirklichkeit ist. Und zwar oftmals auf Kosten anderer. Ich glaube, das kommt oft vor. Nicht Kinder, das kann man schon natürlich nicht bei euch, aber bei anderen kleinen Kindern sehen. Ne? Wenn Kinder sagen, der da hat mir wehgetan. Und ich habe dir natürlich nicht vorher wehgetan. Oder der andere sagt, nee, der hat aber angefangen. Kennt ihr das? Na, ihr natürlich nicht, ne? Aber eure Eltern. Aber die Eltern sind auch nicht besser. Ja. Von den vielen Erwachsenen höre ich auch oft, Gott, bei mir ist nichts Ernsthaftes vorgekommen. Ich habe ja schließlich keinen umgebracht. Ich habe keinen Ehebruch begangen. Bin jeden Sonntag in der Kirche. Naja, meistens. Und wenn die Missionskollekte kommt, lasse ich auch was springen. Lieber Gott, eigentlich musst du mit mir zufrieden sein. Du musst mich lieben, denn ich mache eigentlich alles richtig im Vergleich mit anderen. Gott zu danken, dass man vor schlechten Handlungen bewahrt wurde und dass man gläubig lebt, das ist wirklich sehr gut. Falsch wird es aber, wenn unser Gebet bestimmte Menschen diskriminiert und herabsetzt. Wie beispielsweise, wenn jemand beten würde, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie meine Schwiegermutter oder mein Schwiegervater. Das Gebet wird falsch, wenn es andere verurteilt oder verachtet, wenn es überheblich oder rechthaberisch wird. Im Glauben geht es ja nicht um das Motto jeder gegen jeden oder wer mehr leistet, sondern jeder für jeden und vor allem jeder mit jedem. Und ich glaube, es ist nichts abstoßender als eine Frömmigkeit, die mit Lieblosigkeit und Verachtung oder Herabsetzung von anderen einhergeht. Wenn der Glaube auf diese Weise kalt wird, dann kann das Licht Christi nicht mehr in unserer Welt leuchten. Sich sein eigenes Selbstwertgefühl auf Kosten anderer zu holen, das ist sowas von ein Gift für den Glauben. Selbstgerechtigkeit in Verbindung mit der Verachtung anderer vergiftet auf die Dauer die Beziehung der Menschen untereinander. Denn mit Glauben kommt es darauf an zu begreifen, dass jeder Mensch der Vergebung bedarf, weil keiner von uns perfekt ist. Niemand. Das macht uns Menschen irgendwie aus, dass wir zu unglaublich viel Gutem fähig sind, aber auch genau zu dem Gegenteil. Und dass unser Herz von beidem voll sein kann. Niemand ist perfekt von uns, aber jeder braucht Vergebung, braucht die Liebe. Im Glauben kommt es auf das Herz des Menschen an und nur Gott kann in das Herz des Menschen hineinschauen. Es kommt auf die Liebe an, die dieses Herz geben kann, und darauf, andere nie gering zu achten, egal ob wir sie mögen oder nicht, ob sie uns passen oder nicht. Das Evangelium ruft uns zu gegenseitiger Hochachtung auf, damit im Nächsten der Wert erkannt und hochgeachtet wird, den jeder Mensch durch die Liebe Gottes, durch das Kindsein Gottes besitzt. Und ich muss gestehen, Schwestern und Brüder, dass ich da immer wieder selber auch dazulernen muss, zu begreifen, Gott liebt nicht das Unrecht, das Menschen einander antun, aber Gott liebt den Menschen und Gott hat ihm verziehen, weil er jedem Menschen verzeiht, der ihm ehrlichen Herzens um Verzeihung bittet, der bereut. Gott liebt mich nicht, weil ich ach so brav bin, weil ich lieb bin, sondern weil ich seine Hilfe und seine Liebe brauche. Deshalb liebt Gott mich. Und das ist nicht einfach, sich wirklich einzugestehen. Weil wir vor anderen Menschen, so wie ich am Anfang sagte, vor anderen Menschen und ich glaube auch vor Gott, oft perfekt dastehen wollen. Ich möchte zum Schluss noch Papst Franziskus zitieren, der am vergangenen Sonntag über das Thema Mission gepredigt hat und, wie ich finde, unglaublich gute Worte gefunden hat, zu beschreiben, was Mission ist, was unsere Aufgabe als Christen in der Welt ist
wie wir Jesus Christus repräsentieren können, dort, wo wir stehen. Papst Franziskus hat letzten Sonntag gepredigt, dazu ein paar Ausschnitte. Das ist auch das Geheimnis der Mission. Die glaubwürdige Verkündigung besteht nicht aus schönen Worten, sondern aus einem guten Leben. Einem Leben im Dienst, einem Leben, das sich von dem Unnützen, das das Herz überflutet, löst und Zeit für Gott und für andere findet. Wir müssen entgegen die Schwerkraft des Egoismus ankämpfen, einen Exodus aus unserem eigenen Selbst vollziehen. Gott will ja, dass alle Menschen gerettet werden, schreibt der Apostel Paulus schon. Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, fordert Jesus von seinen Jüngern im Evangelium. Und er weiß, dass wir oft eigensinnig sind, bei mein und unser bleiben, aber nicht an alle denken, zu allen zu gehen. Wir denken meine Sache, unser Volk, unsere Gemeinschaft, unsere Gemeinde. Und Jesus wird nie müde, immer wieder alle zu sagen. Alle, weil niemand von seinem Herzen, von seinem Heil ausgeschlossen ist. Alle, damit unser Herz die menschlichen Zollschranken übersteigt, die Kleinlichkeiten, die auf Egoismus basieren. Alle, denn jeder Einzelne ist ein kostbarer Schatz und der Sinn des Lebens besteht darin, diesen Schatz anderen weiterzugeben. Der Christ ist also immer in Bewegung, im Aufbruch. Jeden Tag treffen wir auf viele Menschen, aber gehen wir auch auf die Menschen zu, die wir treffen? Folgen wir der Einladung Jesu oder kümmern wir uns nur um unsere eigenen Angelegenheiten? Der Zeuge Jesu hat keinen Anspruch auf die Anerkennung der anderen, doch er schuldet denen Liebe, die Gott nicht kennen. Der Zeuge Jesu geht allen entgegen, nicht nur den Seinen, nicht nur innerhalb seines Grüppchens. Jesus sagt auch zu dir und zu mir, geh, verpass nicht die Gelegenheit, Zeugnis abzulegen. Bruder, Schwester, der Herr erwartet von dir das Zeugnis, das niemand anderes an deiner Stelle geben kann. Und hoffentlich kannst du erkennen, was dieses Wort ist, diese Botschaft Jesu, die Gott der Welt mit deinem Leben sagen will. Welche Anweisungen gibt uns der Herr für dieses Zeugnis für alle, für dieses Zugehen auf alle? Eine einzige, sehr einfache Anweisung. Jesus sagt, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Aber Vorsicht, Jesus sagt zu meinen Jüngern, nicht zu unseren. Die Kirche verkündet nur dann in guter Weise das Evangelium, wenn sie die Jüngerschaft lebt. Und Jünger folgen dem Meister jeden Tag und teilen mit anderen die Freude der Jüngerschaft. Nicht indem man erobert oder Zwang ausübt, sondern Zeugnis gibt. Indem man sich als Jünger unter Jüngern auf die gleiche Ebene begibt und in Liebe die Liebe schenkt, die wir selbst empfangen haben. Dies ist die Mission, denen reine Luft aus der Höhe zu geben, die im Smog der Welt versinken, der Welt den Frieden bringen, der uns jedes Mal, wenn wir im Gebet Jesus begegnen, mit Freude erfüllt, mit unserem Leben auch in Worten zeigen, dass Gott jeden liebt und niemanden je aufgibt. Liebe Brüder und Schwestern, jeder von uns jeder von uns ist eine Mission auf dieser Erde. Wir sind hier, um Zeugnis zu geben, um zu segnen, um zu trösten, um aufzurichten, um die Schönheit Jesu anderen zu vermitteln. Der Herr sorgt sich um diejenigen, die noch nicht wissen, dass sie von ihrem Vater geliebte Kinder sind, seine Brüder und Schwestern, für die er sein Leben hingegeben und den er den Heiligen Geist gesandt hat. Willst du diese Sorge Jesu beruhigen? Dann geh mit Liebe auf alle zu, denn dein Leben ist eine kostbare Mission. Geh mit Liebe auf alle zu, denn dein Leben ist eine kostbare Mission. Keine Last, die man irgendwie ertragen muss, sondern ein Geschenk, das es weiterzugeben gilt. Nur Mut. Haben wir keine Angst. Soweit unser Papst. Amen.